Und damit herzlich willkommen zurück zu Stalker, Shadow of Chernobyl. Wir sind hier vor der Arena. Ich spreche mal ganz kurz. Und dann gehen wir hier mal rein. Da steht übrigens auch, ich denke, das heißt Arena. Hallo Freund. Wie geht's? Jo, jo, ich habe einen neuen Kampf für dich. Jetzt hier weiter. Dein erster Kampf also. Dein Gegner ist ein Stück Fleisch, genau wie du. Er ist hier, weil er Schulden hat. Und er hat zwei Möglichkeiten: herauskommen und kämpfen oder in der nächsten Anomalie landen. Er wird kämpfen wie ein Tier, das in eine Ecke gedrängt worden ist. Waffe für heute? Lass mich nachdenken. Ah ja, warum nennt ihr nicht zwei PMMS? Zwei Magazine für jeden sollten mehr als genug sein. Entweder du machst ihn fertig oder wir verfüttern dich an die Hunde. Keine große Auswahl. Na, mach schon. Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Muss ich meine Sachen hier in so eine Kiste packen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die werden mir jetzt automatisch abgenommen. Ja, ich bin bereit. Und jetzt machen wir Arena-Kampf. Wir kämpfen jetzt gegeneinander. Okay, wir haben nichts mehr. Praktisch. Okay. Wir müssen ihn weghauen. Hä, stirbt er aber? Weg mit dir. Hallo, Ibims. Du hast gewonnen. Hier ist eine Belohnung. 1000. Jetzt sag mir nicht, meine Sachen sind da drin. Ich muss die alle wieder anlegen. Okay. Wollen wir die Arena kurz durchpimmeln? Ja, ich habe einen neuen Kampf für dich. Erzähl weiter. Dein letzter Kampf hat einen Scheißdreck bedeutet. Du bist immer noch das gleiche Stück Fleisch und kein Mensch. Mit etwas Selbstrespekt. Was? Achso, du bist immer noch das gleiche Stück Fleisch und kein Mensch mit etwas Selbstrespekt würde auch nur ein Magazin auf dich verwetten. Wenn du dir anständiges Bargeld verdienen möchtest, musst du schon öfter in der Arena auftreten. Dein nächster Gegner hat auch die erste Runde geschafft. Und sein Kampf war viel schwieriger als deiner. Ich kann ihn nicht leiden, um ehrlich zu sein. Er tötet zu schnell. Und die Zuschauer mögen das nicht. Geh also los und zeig ihm, was du kannst. Die Quoten werden nach diesem Kampf steigen. Du musst lediglich überleben. Bewegung. Ich bin bereit. Was für eine Waffe? Hätte ich jetzt meine Waffen mitnehmen müssen? Ich glaube, ich hätte meine Waffen mitnehmen müssen. Ich habe nicht gespeichert. Hä? Ah ne, ich habe eine Waffe. 20? Ich habe nicht mal zwei Magazine, willst du mich verarschen? Habe ich einen Anzug? Nein, natürlich nicht. Also nur, um das mal zusammenzufassen. Er hat einen Anzug, ich nicht. Ich habe kaum Munition, da ist er. Scheiße. Also nur, um das mal kurz zusammenzufassen, wenn ich hier tot bin, bin ich wirklich tot übrigens. Das ist nicht so ein Arena-Kampf, du fällst um und wachst später wieder auf, du bist tot. Der hat mich gut getroffen. Dürfte tot sein. Ja, eine leere Pistole, fick dich. Ich blute, könnt ihr mich rausholen? Danke. Benutzen. F8. Und schnallen. Du hast gewonnen. Hier ist deine Belohnung. Erzähl weiter. Gut. Du bist noch nicht so ein Weichei, wie ich zuerst dachte. Jetzt wird es Zeit, dich beim echten Kampf zu prüfen. Du trittst gegen zwei Typen an. Der erste wird Schwede genannt. Und den Namen des zweiten kann ich mich nicht erinnern. Die wurden absichtlich zusammengesteckt, denn sie hassen sich bis auf die Knochen. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, dass sie als Team arbeiten. Viel wahrscheinlicher erschießen sich gegenseitig. Heute ist Gewehrtag. Du solltest also nicht zu nahe kommen lassen. Sonst können sie dich stückeweise einsammeln. Die Quoten stehen 10 zu 1. Wenn du also gewinnst, machst du ordentlich Gewinn. Ab mit dir. Ibims bereit! Wir pimmeln die Arena mal kurz durch. Zwei Gegner also, okay.
Wir haben nur Schrotkugeln. Und wir haben auch nur eine kurze. Scheiße. Das Problem ist, wir dürfen die nicht nah rankommen lassen, aber wir müssen selber nah ran, um ihnen was anzutun. Keine Ahnung, wo der zweite ist, da. Oh Gott, scheiße. Jetzt muss er nachladen. Oh Gott, das war knapp. Wenn der zweite nicht gesessen hätte. Aber Arena weiter. Weiter im Text. Speichern. Kurze Bandage benutzen. Du hast gewonnen, 3000. Erzähl weiter. Nun, jetzt kann ich sicher sagen, dass du ein Kämpfer bist. Ein echter Kämpfer. Jetzt wird es Zeit, ein Teamkampf zu... Du bekommst zwei Brüder an die Seite. Sie haben noch nicht gekämpft, aber das sind Brüder. Du musst sie also einen Teamkampf stecken. Wenn ich du wäre, würde ich von ihnen jedoch keine echte Hilfe erwarten. Ihr kämpft gegen ein erfahrenes Team. Sie sind Anwärter für das Finale dieser Saison. Ein gefährlicher Haufen und sie benutzen unterschiedliche Waffen. Aber einer hat ein Automatikgewehr. Sei bei ihm also besonders vorsichtig. Viel Glück, du wirst es brauchen. Was für eine Waffe kriege ich? Also A, ich werde versuchen, dass meine Boys überleben. Was haben die Waffen? Technisch? Die haben alle Automatikgewehre, oder? Was habe ich für eine Waffe? Na K. Top. Einer ist tot. Zweiter Tod. Zweiter Tod. Gewonnen, das war aber richtig knapp. Guckt euch mal mein Leben an. Ich blute noch, ich könnte noch sterben. Danke. Danke. Okay, du hast gewonnen, hier ist deine Belohnung, 4000, erzähl weiter. Heute hast du einen besonderen Kampf. Sogar die Armee hat von dir gehört. Wundert dich nicht, die kämpfen hier auch. Unter ihnen befindet sich sogar ein General. Diese Typen sind von der Spetsnaz oder von den Omon. Sie sind gut bewaffnet und ihre Rüstungen sind so gut, wie man annehmen darf. Mach dir aber keine Sorgen, ich lasse dich auch nicht am Regen stehen. Du bekommst eine Weste von der Freiheitsfraktion. Sie ist leicht, wird dich also nicht langsamer machen. Na los, zeig ihnen, dass ein Stalker, dass Stalker keine Prügelkammer sind. Viel Glück. Ja, gib mal her. Ich hab nicht gespeichert. Scheiße, das ist wirklich das Sondereinsatzkommando, von dem ich schon ein paar Platt gemacht habe. Hoffentlich habe ich eine vernünftige Waffe. Oh, eine große AK. Und ich habe sogar ein Medikit dabei. Cool. Da ist er noch. Shit. Da ist der zweite. Scheiße, ich mach dann. Irgendwie sind die ganz schön blöd, kann das sein? Kurz in den Tentakel gucken. Ich habe nicht mehr so viel Munition, aber ich habe schwere Munition. Scheiße. Oh shit. Ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Könnte ein Problem werden, 8 Schuss. Ja, scheiße, ich konnte nichts machen. Spielladen, Quick Save. Fuck, ich hab danach nicht gespeichert. Ich hab direkt vor denen nicht gespeichert, ne?
Ich hatte keine Munition mehr, ich habe zu viel auf Fernkampf gespielt. Das Problem ist, dass die Waffen halt auf Fernkampf echt ziemlich ungenau sind. Ich habe schon schwere Munition gehabt und konnte trotzdem nicht kämpfen. So, was kommt jetzt? Das war 3000, jetzt ist das schon mit der Armee, ne? Ah ne, das ist Teamkampf, ja, mache ich. Geh mal her. Geh mal her, die beiden Lulatsche. Ja, komm, die liegen gleich im Boden. Oder am Boden zumindest. Warum habe ich denn so wenig Munition? Ich meine, selbst hier habe ich fast so viel Munition. Warte mal, ich habe hier so viel Munition, ne? Okay, jetzt habe ich aber echt nicht gut gespielt. Geht letzter Spielstand einfach? Ja, sollte. Okay. Ich wollte gerade zu der durchrushen. Das war nicht schlau. Düdüm-düm. Musste gerade mal kurz. Okay. Ich kloppe mir erstmal kurz ein paar Bandagen rein. Damit ich auch wieder Full Life bin. Die wird mir eh abgenommen, aber egal. Warte mal, was habe ich dabei? Achso, ich habe das Ding dabei. Und der wiegt 1,2. Es ergibt keinen Sinn, weil ich habe dann immer noch mehr Gewicht dabei, als ich habe. Aber egal. So, komm, jetzt machen wir noch ein bisschen vorsichtig. Eben hat das so gut geklappt. Eben habe ich die drei wegrasiert, ohne dass meine beiden Freunde gestorben sind. Und jetzt bin ich ja sofort drauf gegangen. Komm. Hab ihn einmal getroffen. Erster tot. Ich habe schon wieder nichts zum Nachladen. Weggelatzt. Ich habe von der Munition ja eh nichts. So. Jetzt mache ich F8. Jetzt benutze ich ein Medikit. Bin voll. Und schnack mit dem und sage, ich bin bereit. Das ist jetzt wieder der Armeefall. Gegen mich alleine, ne? Keine Freunde, ne? Ja, keine Freunde. Guck mal ganz kurz nach, was mein Inventar hergibt. Eine Bandage, 90 Kugeln. Also habe ich 120 Kugeln. Nein, auch 120. Ja, 120 Kugeln insgesamt. Einmal getroffen. Ja. Weiß übrigens nicht, ob die Leute begrenzt Munition haben oder nur ich. Nochmal getroffen. Das ist mein Problem ist auch, dass ich nicht weiß, wo die sind. Okay, beide da. Ich habe halt wirklich das Gefühl, dass die genauer ist, die Waffe. Anna ist tot. Ich habe leider keine Ahnung, wo der zweite ist. Da. Hab sie. Opfer. Was hatten die? Was sind das für Waffen? Nein, die würde ich behalten! Gib mir die wieder, die war cool! Du hast gewonnen, hier ist deine Belohnung, erzähl weiter! Zeit für dich zu zeigen, was du drauf hast. Die Wächter haben eine Banditengruppe gefangen genommen, die den Stalkern bei Rostock
Probleme bereitet hat. Die meisten wurden lebendig geschnappt, aber sie werden sowieso hingerichtet. Daher habe ich die Wächter überzeugt, ihnen eine Chance zu geben. Wenn welche von ihnen überleben, dann verlassen sie die Zone in der Dose. Das ist immer noch besser, als hier zu sterben. Gut bewaffnet sind sie nicht, nur ein paar Pistolen und ein paar abgesägte. Allerdings 6 davon, also pass gut auf. Ich bin nicht bereit, ich muss mich erst speichern und mich heilen. 2. Boah, kommt immer das Essen her. Essen, 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 Essen. Sollte reichen. Gib her. 6 Stalker. Nein, 6 Fotzen. Ja, nur abgesägt. Ich sehe schon. Akas auf dem Rücken. Hm, Fotze. Lügst mich an. Was bist du? Eine Grotze! Was bist du denn Geiles? Das ist nicht fair, ich hab die Waffe noch nie gespielt! Erster. Zweiter. Pistolen laut dem abgesägten Schrotflinten, merke ich schon. Ah, ich habe schon 3 ausgeschaltet, okay. 4. Fünf. Wo ist der Bastard? Was habe ich eigentlich noch? Gar nichts. Doch, ich hätte die Munition noch. Weißt du... Ohne Scheiß, ne? Die ersten Kämpfe waren echt nicht so einfach. Und dann kommt so einer hier. Habe ich ein bisschen erschreckt, wie man vielleicht gesehen hat, daran, dass ich auf einmal richtig geruckt habe. Ah, Pistolen. Pistolen und Abgesägte also, aha. Junge? 8000. Ani? Arni. Arni in der Arena. Grund angelogen. Junge, du stehst auf der Liste, du Fotze. Schwöre dir, Junge. Wenn ich dich einfach so erschießen könnte, ne? Aber ich denke, dann kriege ich richtig Probleme gerade hier. Weg mit deinem Schrott da. Was soll ich denn mit diesem Scheiß? Handeln. Hier. Ah, ne, nicht die. Was ist? Wieso kann ich die nicht abgeben? Die Körper nicht, okay. Gut. Du kriegst noch dein Pferd weg, Junge. Vielleicht stecke ich den Schrotflint in den Mund. Okay, Arena haben wir. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt dieses Gebiet hier. Das ist in die Richtung. Ich glaube, da müssen wir hier durchgehen. Hallo. Hallo, ihr redet ja nicht mit mir. Okay, tschüss. So. Genau, ich erinnere mich, dass man durch diese beiden Lager durch musste, glaube ich. Und dann hier raus konnte irgendwo. Oder dass ich zumindest immer so gegangen bin. Hallo, Freunde. Keine Quest. Ist doch hier richtig, ne? Genau. Und hier ist das Familiengewehr und so. Okay. Möchtest du den nächsten Level betreten? Ja. Und ich möchte eigentlich vorher speichern. Hehe, habe ich vergessen. Bäh. Freddy meinte übrigens, dass es 4 im Tunnel.
das sich so rangezoomt hat, das gleiche wäre wie das andere, was wir da getötet haben. Das glaube ich allerdings nicht. Weil das hat nicht wusch mit uns gemacht. Ich fand das andere schon nicht gut. Das hat mir noch mehr Angst gemacht. Ich überlege gerade, ah, da ist mein Handy. Moment, ich speichere mal ganz kurz. Ich sehe auch keine Leute auf der Karte. Und guck mal ganz kurz, was mein Handy sagt. Mein Handy sagt, dass mir ein paar Leute Nachrichten geschrieben haben. Okay, gut. Kann ich das Spiel eigentlich lauter drehen? Ich muss mal kurz raustappen, das seht ihr nicht. Ja, ich kann das Spiel lauter drehen für mich. Nicht für euch. Und ich möchte gerne AK ausrüsten. Und ich will die Waffe haben, die ich im letzten Fight hatte. Die war richtig geil. Okay, gibt's hier schon irgendwas Neues? Nein, top. Aber ich nehme an, da das von der Stadt getrennt ist, dass hier... Wir haben Gäste. Irgendein Stalker kommt direkt auf uns zu. Was sollen wir tun? Wisst ihr nicht, wie man mit Zeugen umzugehen hat? Erledigt ihn und macht keinen Lärm. Roger, bin dran. Okay. Scheinbar findet jemand es nicht so toll, dass wir hier sind. Das heißt, wir werden gleich wahrscheinlich in Kämpfe verwickelt. Sehe ich das richtig? Oh Gott. Treffe ihn einfach gar nicht. Doch, ich hab... Er ist tot? Verarschen? Kurz ein Stück näher an den Schreibtisch rangehen, also an den Bildschirm. Der ist tot? Oder? Ne, der lebt immer noch. Okay, top. Machen wir so. Lauf ich einfach mal dahin. Okay, da ist eine Anomalie, aber da steht eine Kiste. Es laggt gerade. Achso, das sind ja solche Kisten. Das sind ja. Ich habe das schon wieder. Übrigens, ich habe das Spiel 2 Wochen nicht gespielt oder so. Und das nervt ein bisschen. Hör auf mich zu schießen, du Fotze. Versucht ihr gerade mich durch die Decke zu erschießen? Jetzt hast du es geschafft, Wolfhound. Ein Militärhubschrauber ist unterwegs, der ihn in Stücke sprengt. Okay, hier lebt keiner mehr. Aber. Alter, was hast du für eine Waffe? Junge! Da geht euer Hubschrauber hin. Ihr seid die nächsten politischen Abschaum. Okay, was für Munition verschießt der jetzt schon wieder? 556. Fuck, ich hab nicht so viel 556. Ah, die Waffe will ich haben. Ich will mich angucken, Alter. Alter! M4. Naja, 15 auf jeden Fall. Eine Sniper! Wieso finde ich so geile Sachen? Nein, ich will nicht so geile Sachen finden. Die sind alle so schwer. Die will ich auch ausrüsten. Gib mir. Das ist ein Sniper. Das ist eine AK wahrscheinlich. Ja, das ist ein... Ach, das ist... Kommt, das ist dumm. Zielfernrohr abmontieren und... Entladen bitte und dann steckst du die in den Rucksack und lässt die fallen. Und dann steckst du die da wieder rein. Kann ich auf die auch das Zielfernrohr aufmontieren? Nice. Sexy. Oh ja. So ist lässig. Schlecker, lecker. Die hatten alle Snipers. Aber alle nur ganz normal. Und unten lag einer mit
Krasse Munition, also 556. Eine 556 Waffe, wie wir in PUBG sagen würden. Wow, das ist ein starker Anzug. Warum finde ich davon noch einen? Der ist übel teuer. Oh nein, nicht Regen. Ich hasse Regen spielen. Okay. Also wir werden diese Waffe weniger so benutzen, wie sie gedacht ist. Also als Sniper, weil ich keinen Bock auf Snipen habe. Drei Gegner. Da steht einer. Habe ich Feuermäuse noch auf V? Nein? Ich habe vergessen, auf welcher Taste mein Feuermodus liegt. Feuermodus war bei Waffe. B. Stimmt, weil das in PUBG auch so ist, ne? Okay, diese Waffe schießt absolut genauest. Okay, sie ist so viel genauer. Easy, keins Gegner. Ach doch, da oben, oder? Okay, weißt du was? Leck mich am Arsch. Oh, du siehst nicht so gut aus, Freund. Lag, Spiel-Lag, okay. Oh Gott, hier sind die überall drin, wa? Was? Komm ich hier wieder raus? Ich habe hier drin gespeichert. Ich glaube, ich habe ein richtiges Problem. Aua. Okay, ich habe zum Glück früh genug gespeichert. Ah, da oben. Halt dein Maul! Nur mal kurz ein... Hä, mir geht's top? Ich dachte, mir geht's überhaupt nicht gut. Warte mal, Zielfernrohr abmontieren? Kann ich das da drauf montieren? Nein, ne? Nein. War ja klar. Das ist nämlich ein Zielfernrohr für eine russische Waffe. Da kann man... Das kann man natürlich nicht auf... Och Gott, Lex! Das kann man natürlich nicht auf eine ganz normale M4 popeln. Also es geht bestimmt... Wow, sind da viele Tote. Oh. Warum habt ihr so geile Waffen? Kannst du mir das mal erzählen, Junge? Kann ich die noch entladen? Wir versuchen die zu entladen. Kann ich nicht entladen? Kann ich entladen? Kann ich nie entladen? Okay, dann lasse ich die fallen. Die lasse ich fallen. Die kann ich entladen, genau. Das war meine. Okay, die schießen da hinten. Ich möchte kurz aus dem Turm rauf, wenn das geht. Kurz natürlich nur, ne? Ihr wisst ja, alle Sätze, die mit kurz anfangen, sind gut. Und cool. Wie kommt man da ganz oben drauf? I have no clue. Oh Gott, ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich voll den Schaden kriege. Leck. Okay, hier hinter sind scheinbar Gegner. Aber ich habe dann eine ganze Halle voll Leute gesehen. Also hier sozusagen. Hier sind Leichen. Hier ist Radioaktivität drin, wenn ich das richtig höre. Ich denke, ich höre das richtig. Ich denke, daran sind auch schon die Boys gestorben. Die hier drin liegen, oder? Sehe, ich denke schon. Hast du gute Gegenstand dabei? Hast du gute Munition dabei? Ja, ja, Strahlenrisiko hoch. Sehe ich selber. Ach komm.
Nur mit Schutzkleidung. Halt dein Maul. Gib mir mal eins hiervon. Ich hab davon 22. Die sind eh wertlos. Und dann laufe ich mal weiter nach hier. L. Und dann möchte ich langsam. Also wir sollen jetzt hier solchen Leuten helfen und die anderen finden das natürlich nicht so toll, dass wir denen helfen. Das war gerade mehr eine Reflexhandlung, dass ich da gezielt habe als gewollt. Gut, wir kommen nicht hier durch. Uns geht es auch gerade schon nicht mehr so gut. Moment, ich muss mal kurz auf die Map gucken, was ist das da? Wolfson und seine Schläger. Auftrag geschafft. Komm her, Boy. Alter, du hast eine geile Waffe, Junge. Warum hast du denn so eine geile Waffe? Ist cool, Junge. Was ist denn los mit dir? Beruhig dich. Ich will dir erst Loot. Junge. Entspannst du dich ja nochmal? Du bist mir hier. Sind da wirklich noch Gegner? Ist doch niemand. Du durchgeknallter, hier ist niemand. Das blitzt hier gerade so hell, Alter. Ich muss erst die ganzen Leichen hier looten, tut mir leid. Also ich komme gleich, aber lass mich kurz looten, ja? Danke. Eine Granate. Nice. So, dann möchte ich den da looten. Dann möchte ich den da looten. Der hat eine Panzerfaust. Ja, na klar. Habe ich auch immer so dabei. Immer. Regelmäßig. Geh nicht ohne meine Panzerfaust aus dem Haus. So lebensgefährlich, wenn man das machen würde. Was hat das? Du hattest gar nichts? Du hattest einen Feuerball? So, ein Feuerball, Junge. Fun Fact, hab das nie geguckt. Wir haben jetzt 33 Minuten, das heißt, wir haben den Part schon überzogen. Alter, was habt ihr für Waffen? Lecker, schmecker, klein und rund, die und so schnell in meinem Mund. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüss.